Schon Peter Drucker hat gesagt, nur was du messen kannst, kannst du auch verbessern. Und gerade im Bereich Training und Weiterentwicklung stoßen wir da immer wieder an unsere Grenzen. Wir arbeiten mit Menschen, wir schauen einfach, welche Fähigkeiten können wir entwickeln. Und am Ende messen wir Umsatz, am Ende messen wir Gewinn. Und wie wir das verbessern können, ist hier das Thema. Wir sind immer noch in München. Dieser unglaublich attraktive Mann neben mir wird gleich mal im Experten-Talk seine Perspektive im Trainingsbereich dazugeben. Und wir sehen uns nach dem Intro. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist und habe heute den lieben Mike zur Unterstützung eingeladen. Beziehungsweise wird er gleich das ganze Video hier gestalten und ich lehne mich entspannt zurück. Ich habe einen frischen Kaffee. Vielleicht erstmal ganz kurz zu dir, Mike. Wir kennen uns jetzt seit gut anderthalb Jahren, meine ich, ja. Oder ungefähr. Wenn wir beide Online-Meetings machen, ist es immer sehr spannend, weil wir uns irgendwie vorher absprechen, wer in der Vertriebsrichtung welchen Part einnimmt. Also Mike ist durch und durch Verkäufer. Du kommst aus dem Vertrieb, du lebst Vertrieb, du gestaltest dein Leben im Vertrieb. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du heute da bist. Sag vielleicht mal 3-4 Worte, bevor wir in das Thema gleich reingehen. Gerne. Hallo Robert. Mein Name ist Mike Springer, bin 49 Jahre alt und die Hälfte meines Lebens arbeite ich im Vertrieb, bin Verkäufer, hatte das Glück, mal in die Richtung geschubst worden zu sein während des Studiums, weil in Deutschland gibt es keine Ausbildung zum Verkäufer. Das heißt, man muss schon sehr viel Glück haben, in die Richtung gestoßen zu werden. Was macht Vertrieb aus? Gute Frage. Ich glaube, so ein Patentrezept gibt es wahrscheinlich gar nicht. Es gibt ein paar Eigenschaften, die man mitbringen muss, wie man seine eigene Persönlichkeit ins Spiel bringen kann, um den Kunden dahin zu bringen, dass er für ihn die beste Lösung kaufen wird. Ja, super. Und wichtiges Stichwort, seine Persönlichkeit. Ja. Du unterstützt Retorio. Du siehst, wir sind immer noch in München, in den Heiligen Hallen und setzen die Serie einfach fort, indem wir noch tiefer in die Praxis gehen. Was kannst du als Erfahrung schon mal aus dieser kurzen Zeit vielleicht uns mitgeben heute in diesem Video? Warum es sinnvoll ist, dass wir zum Beispiel Trainingsanbieter mit Software, künstlicher Intelligenz, Verhaltensmessung kombinieren und unterstützen. Vielleicht da einen Schritt zurück. Was mich total fasziniert hat, wie ich Retorio kennengelernt habe, war die Tatsache, dass man erstmalig datengetrieben feststellen kann, wie jemand wirkt. Wie wirkst du auf andere? Mhm. Wenn du jetzt in die Kamera sprichst, wie wirkst du auf die anderen? Den Fremdeindruck, den kannst du wahrscheinlich gar nicht richtig greifen, sondern das ist ein Gefühl, ein Bauchgefühl. Ja. Und das hat mich total fasziniert, dass Retorio genau dieses Bauchgefühl eigentlich digitalisiert. Du kannst erstmalig datengetrieben sagen, wie würden dich 1000 andere Menschen sehen, wenn du heute vor der Kamera stehst oder mit jemand anders interagierst. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich die ersten Male bei Retorio reingesprochen habe und dann dachte, woher kennt diese KI mich? Warum weiß sie, wer ich bin? Ja. Ja, und warum weiß ich es auch ganz einfach? Weil die KI da gelernt hat, zuzuschauen, wie andere dich sehen würden. Und weder in gut oder schlecht, sondern einfach, wie wirkst du auf andere? Was machst du gut? Was machst du? Wo kannst du dich vielleicht verbessern? Und der Trainingsaspekt ist eine Richtung, wie man Retorio verwenden kann, neben dem Recruiting. Und da fängt es eigentlich immer damit an, dass man erstmal darstellt, dem Gegenüber, wer er ist. Und die allermeisten, vielleicht kennst du das, schauen morgens zwar im Spiegel, um die Haare zu richten, aber nicht unbedingt, um zu sehen, wie sie auf andere wirken. Und dieses Reflektieren, das kann dir auch ein System übernehmen. Das kann dir einfach mal zeigen, so sehen dich andere. Und erst wenn du das weißt, bist du überhaupt in der Lage, Dinge zu verändern. Und erst wenn du das weißt und auch akzeptierst, du als Coach kennst es sicher, du kommst in eine Runde rein und willst jemanden, wo ihr nicht auf Wellenlänge seid, ihm erzählen, was er besser macht. Und wenn der dich nicht akzeptiert und deine Meinung nicht akzeptiert, wird er sich da nicht verbessern. Und dieses objektive Bild, das gibt dir Retorio. Als würden 1000 Augen auf dich schauen und würden dir sagen, du wirkst freundlich, du wirkst offen, du wirkst vielleicht ein bisschen reserviert oder du gehst gerne auf die Bühne, bist extrovertiert oder aber du bist nervös und zuckst die ganze Zeit rum. Und akzeptieren muss man, um lernen zu können. Und dabei hilft Retorio.
Das ist relativ einfach, hört sich immer total kompliziert und spooky an, KI ist es aber am Ende gar nicht. Wir gehen gleich mal in einen Use Case rein, wie so eine Trainingswelt dann aussieht und wie du dann auch damit trainieren kannst. Ja. Aber wir kennen es ja alle, ne? Das Rollenspiel im Seminar ist doof, es ist ja eine gestellte Situation. Und auch im Training ist es ja nicht echt, weil wir sind ja nicht echt im Kundenkontakt. Und beim Kunden kann ich ja nicht üben. Also das geht ja auch nicht. Ich kann ja nicht neue Techniken beim Kunden anwenden und dann, vielleicht bin ich ja noch gar nicht sicher. Das sind natürlich drei Dinge, mit denen ich mich schon jahrelang beschäftige und du kennst die auch. Und genau aus diesem Grund vielleicht nochmal diese Trainingssituation, wenn du jetzt zu Hause bei dir im Keller sitzt und sagst, komm, hier ist gar keiner und ich kann trotzdem trainieren. Wie sieht die aus? Oder du wolltest noch was einbringen? Ja, erstmal gibt es die gar nicht. Okay. Weil, was passiert bei den Unternehmen, die Kunden, die du heute betreust? Da gehst du in ein Coaching rein, da sitzen 20 Leute, die berieselst du mit deinem Wissen und mit deiner Erfahrung. Und das ist Gießkannenprinzip. Da wird jeder das mitnehmen, was er gerade im Moment braucht. Jetzt, wenn man sich aber vorstellt, dass jeder für sich ein individuelles Training bekommen kann, wo er sich anhand seiner individuellen Stärken und Schwächen weiterentwickeln kann, dann ist es maximal wertvoll und effektiv. Wenn du aus dem Meeting rausgehst, aus dem Training, hast du ein Gefühl von der Gruppe, wer mehr mitgemacht hat, wer weniger mitgemacht hat. Aber du kannst nicht sagen, wer wie viel trainiert hat, wer wie viel reingesteckt hat in seine eigene Weiterbildung. Vollkommen richtig. Wenn du in diesem klassischen Trainingsansatz drin bist, und da reden wir für über 90% der Marktteilnehmer, weil das, was wir in den Unternehmen ja immer sehen, ist so, hey cool, wir machen ein Training. Wie lange brauchst du, Wilhelm? 3 Tage? Super. Und dann sagst du, weißt du, der eigentliche Nutzen entsteht im Praxistransfer, wenn wir gemeinsam wirklich ins Coaching gehen. Mhm. Ach so, und dann wolltest du jeden Einzelnen begleiten einen Tag. Das sind ja dann nochmal, 80 Tage. Nee, machen wir nicht. Wir machen nur das Training. Kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen haben wir schon relativ früh diese Tagessatzthematik irgendwie vom Tisch gekehrt und denken irgendwie in Projekten. Mhm. Und da kommt ihr ja dann quasi auch ins Spiel, weil hier wird ja angesetzt, ne? Genau. Ja. Jetzt stell dir vor, du sitzt vor dem Gerät, vom Handy oder vom iPad oder vom Rechner, machst ein Training und das System gibt dir zurück, du sprichst viel zu schnell. Sagt dir dann, zu schnell sprechen schafft kein Vertrauen. Du überfährst vielleicht dem Kunden. Probier es mal, ein bisschen langsamer zu sprechen. Okay, du machst noch 3 Videos und merkst, okay, langsamer sprechen, bin ich auch ruhiger, wirklich ruhiger und kriege immer das direkte Feedback. Nicht von einer Person, der ich vielleicht nicht vertraue, sondern ein ganz neutrales Feedback. Anderes Thema wäre, du verwendest zu viele negative Wörter. Du redest zu ich-bezogen. All das kann die KI rausfiltern und dir das Ergebnis spiegeln. Und innerhalb von Minuten. Und was dann der Einzelne damit macht, ist natürlich immer die Sache des Einzelnen. Ja. Und diejenigen, die das Beste aus sich selbst rausholen wollen, die können riesen Profit daraus ziehen. Und hier kommt ja wieder diese Schnittstelle zum Thema Mensch, wenn du einen Coach hast, wenn ihr einen Trainer habt im Unternehmen. Viele haben ja auch interne Trainermannschaften, ne? Wenn die dann mit dir in die Auswertung dieser Videos reingehen, dann kannst du ja wieder das, was du selber trainiert hast, mit der menschlichen Perspektive, mit Erfahrungswerten, mit Wissen und Kompetenzen untermauern und füttern, um dann halt bestmögliche Ergebnisse zu erreichen. Ne? Das ist am Ende des Tages genau das. Und ich glaube, der Trainingsprozess sollte nie aufhören. Da haben wir gestern Abend noch drüber gesprochen. Du gehst ja raus aus diesen Trainings, dann bist du irgendwie 2 Monate weg, dann kommt wieder mal ein Touchpoint, wo du hingehst. Wenn wir jetzt, und das machen wir ja schon in der Online-Welt, mal zwischendurch ein Webinar machen, zwischendurch ein Einzelgespräch oder im Microsoft Teams-Kanal zwischendurch immer mal wieder eine Nachricht schreiben, ein Formular reingeben, dann hast du ja schon mehr Touchpoints, aber du hast trotzdem Lehrphasen, 2 Wochen, 3 Wochen. Und ich fand es so schön, gestern Abend kam dieses Beispiel, wie läuft es denn eigentlich gerade mit deiner Challenge, Robert? Und ich habe gesagt, ja, irgendwie ist die Challenge gar nicht mehr da, weil, also diese Ernährungs-Challenge und Sport-Challenge, weil sie ist Bestandteil geworden und ich fühle mich gar nicht mehr wie in einer Challenge. Habe ich es jetzt total akribisch umgesetzt und bin der krasseste Typ der Welt? Nein. Ich habe einzelne Elemente, vielleicht 3, 4 für mich wichtige Aspekte, so umgesetzt, dass sie Alltag geworden sind. Hm. Und darum geht es mir, auch in dieser Perspektive, wie entwickle ich mich weiter. Und ich glaube, du sitzt heute hier mit 49 Jahren Lebenserfahrung, die man dir übrigens nicht ansieht, und sagst wahrscheinlich nicht, dass du so mit 20 gestartet bist, wie du heute hier sitzt, oder? Gar nicht. Gar nicht. Also ich war schon immer sehr selbstreflektierend, habe immer geschaut, wie wirke ich auf andere und habe wahrgenommen, wie andere mich wahrnehmen. Und das ist schon eine Typfrage und das
muss auch jeder für sich entscheiden, was er aus sich rausholen will und wie er sich weiterentwickeln will. Und am Ende des Tages ist, wenn man sich die Leute anschaut, die erfolgreich sind, sind es genau diejenigen, die nicht aufhören zu lernen und die nicht aufhören, sich auch zu hinterfragen und zu reflektieren, ob sie nicht Dinge besser machen können. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Ja. Und Beispiel vom Sport, wenn du heute was lernen willst, Fußball, sind wir auf sehr konträren Seiten, wir beide, wenn du heute das Passspiel lernen willst mit links, weil du bist ein Rechtsfuß, dann musst du diesen einen Pass, und von einem Pass gibt es ungefähr wahrscheinlich 300 Variationen, den musst du mindestens 10.000 Mal genau gleich wiederholen, damit der funktioniert. Und so funktioniert Training. Und ob das Sport ist oder ob das Dinge sind, die du veränderst, das musst du immer, immer wiederholen, damit dein Kopf versteht, die Dinge intuitiv so zu machen, wie du es trainiert hast. Ja. Und das hilft nicht, wenn du einmal im Jahr ein Training machst, sondern du musst ständig daran arbeiten, wenn du es tatsächlich verändern willst. Aber es muss natürlich nicht jeder. Also du musst da die Bereitschaft mitbringen, dich verändern zu lassen. Definitiv. Und ich werde das auch weitergeben an die sportliche Führung des BVB, damit wir da auch mal wieder in der Passstaffette. Cool, sehr schöner Austausch. Vielleicht zum Schluss, was kannst du konkret mitnehmen? Ich glaube, was klar geworden ist, dass wir uns entwickeln und dass wir in einer Welt aktuell leben, in der Entwicklung eine Riesenrolle spielt, gerade bei jüngeren Menschen, die sagen, hey, Kohle ist das eine, aber wie kann ich mich entwickeln bei euch? Das ist, glaube ich, klar geworden. Das ist auch der Ansatz von der ersten Sekunde, warum wir hier sind. Ist das jetzt ein Werbevideo? Meinetwegen, kauft Retorio in großen Mengen, gerne, sehr gerne. Aber du kannst ja auch einfach eine Kamera aufstellen zu Hause und dich in Kundensituationen reindenken. Es ist einfach nur eine Anregung, wie kann so ein Entwicklungsprozess aussehen. Du musst eine Relevanz schaffen, immer. Wenn wir Geografie, 8. Klasse zurückdenken, da saßst du da und dachtest dir, warum soll ich jetzt alle Kontinente kennen und alle Länder und alle Hauptstädte? Das hat doch überhaupt gar keine Relevanz für mein Leben oder Mathematik, irgendwelche Statistiken ausrechnen. Da denkst du dir, wozu? Jetzt mit 33 sitze ich hier und denke, KI-Statistiken wäre nicht schlecht, wenn man die beherrscht. Ne? Aber du brauchst ja eine Relevanz in deinem Leben. Also was macht es mit dir persönlich, wenn du dich weiterentwickelst in dem Bereich, wo du tätig bist? Und ich glaube abschließend, und da sind wir immer d'accord, was macht es mit deinem Kunden? Weil wir nehmen ja immer die Kundenperspektive ein und viele beschweren sich immer irgendwie, dass sie dann Einwände bekommen, dass sie in der Argumentation nicht richtig landen, dass sie vielleicht am Bedürfnis vorbei argumentieren. Nehmt es einfach als Einladung, dieses Video. Ich danke dem Mike wirklich, dass er sich die Zeit nimmt. Er ist jetzt extra hier hingekommen heute und hat den Weg auf sich genommen. Nehmt es einfach als Einladung zur Weiterentwicklung und denkt wirklich in kleinen Nuggets. Geht von mir aus ins Mikro-Learning rein und sag irgendwie, einmal im Monat beschäftige ich mich damit oder einmal pro Woche und macht nicht gleich irgendwie die krasse Nummer draus, denn dann wird es auch Alltag. Und genau das wünsche ich dir. Mike, vielen Dank. Ich glaube, wir machen noch ein kleines zweites Video hinterher. Ich habe gerade Lust und mir ist da was in den Kopf geschossen. Und für dich erstmal, wie immer, nur das Beste. Gute Ergebnisse. Bis zum nächsten Video. Ciao, dein Robert.